und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind wieder da mit Melody Mondschein. Und Jannis ist gerade dabei, schlafen zu gehen. Wir haben bei der Lotterie letzte Folge teilgenommen. Und wir werden diese Folge gesagt bekommen, ob wir eventuell was gewonnen haben. Es wäre sehr, sehr sweet. Aber ehrlich gesagt gehe ich nicht davon aus, weil es ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber es wäre cool. Und wie ihr seht, ist es zwar draußen dunkel, aber man kann mich trotzdem sehen und nicht in diesem komischen gelben Licht von meiner Lampe. Ich habe endlich ein Ringlicht. Ich bin sehr, sehr glücklich. So, und sie macht erstmal Sport. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, die man tun kann, mittwochs um 14 Uhr. Die Kids sind von der Schule zurück, aber die beiden sind keine Note gestiegen, was aber auch daran liegt, dass sie ja quasi gerade erst gealtert wurden. Wir sind so ein leerer Haushalt. Ich heule einfach. Es ist so ungewohnt. Sie ist auch schon bald im dritten Trimester. Das ist sehr, sehr gut. Denn dann kriegen wir endlich wieder neue Kinder und dann ist auch das Problem mit, oh, mein Haushalt ist so leer, schon wieder gelegt. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Kinder wir kriegen. Ich kann es halt immer nachgucken mit dem MCC eigentlich. Aber mache ich nicht. Nö, sehe ich nicht ein. Wieso macht ihr eure Hausaufgaben in dem kleinen Kinderzimmer? Was ist eigentlich mit euch? Sie hat den ganzen Tag auch nichts Besseres zu tun, als einfach nur irgendwie Sport zu treiben, ne? Aber ich akzeptiere es. Vor allem jetzt kann sie wieder auf das Laufband, obwohl sie schwanger ist. Ich hinterfrage es einfach nicht, weil zwischendurch geht's und dann mal wieder nicht und es verwirrt. Vielleicht geht es nur im dritten Trimester nicht, das kann natürlich auch sein. Es spult nicht schnell vor, weil der Geist da ist und es nervt mich hart. So, du brauchst noch jede Fähigkeit, deswegen schlagen. Nein, bitte nicht. Übertreib's nicht, ja? Umarmen. Umarmen ist nett. Ehrlich gesagt, hätte ich richtig Bock, dieses Grillkäse-Ding zu machen. Also das Bestreben freizuschalten und dass wir das dann eventuell machen, wenn sie das hier fertig hat. Deswegen schalten wir das am besten schon mal frei. Sie macht jetzt gerade Grillkäse und dann isst sie drei Stück davon und dann schaltet man das ja schon frei. So, das ist das zweite und dann muss sie nur noch eins essen. Kinder sind jetzt auf zur Schule. Also zumindest gehen sie jetzt dahin. Jawollo. Und das Kind ist auch erstmal beschäftigt. Ich hoffe, das hat jetzt noch gezählt. Aber sollte es eigentlich? Sie hatte es freigeschaltet. Wir haben nicht in der Lotterie gewonnen. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben das Bestreben jetzt freigeschaltet. Das ist schon viel cooler auf jeden Fall. Also wir müssen auch immer eine Freundschaft fürs Leben schließen. Und Level 10 der Charisma-Fähigkeit. Und ich denke, daran kann sie auch erstmal arbeiten. So, die beiden sind immer noch keine Note aufgestiegen, leider. Er ist müde. Dann sollte er schlafen gehen. So, und sie kann duschen. Und dann hat sie ihr Projekt ja hier angefangen gehabt. Dann, nee, sie macht einfach nur Hausaufgaben. Und er braucht Spaß. Den kann er sich holen. Dann kann er auch seine Hausaufgaben machen. Ah, oh, die Wehen haben eingesetzt. Dann gehen wir mal ins Krankenhaus. Und diesmal machen wir mit, damit wir unsere Urkunde legal bekommen, ja? Sehr wichtig. Guten Tag, ich würde mich gern am Anfang anmelden. Ich glaube, in dem Raum waren wir noch gar nicht. Premiere. Ein Mädchen. Olivia ist ein schöner Name. Und noch ein Mädchen. Die nennen wir Pamela. Und noch ein Mädchen. Die nennen wir Queen. Wir haben Drillinge bekommen. Yes! Das ist schon ein bisschen länger her, ne? So springen wir halt direkt vor allem auf 27 Kinder. Jetzt fehlen schon nur noch 13 Kinder bis zum nächsten Umstyling von Melody. Vor allem, wie sieht das aus? 27 Kinder, schon gut auf jeden Fall. Wir haben Post bekommen anscheinend in der Zeit, als wir nicht da waren. Die holen wir natürlich gleich direkt. Aber erstmal müssen wir die Kinder finden. Die sind alle bei den Jungs. Und müssen sie hier hinstellen. Warum sind es einfach drei Mädchen geworden? Okay, so ist doch hübsch. Pff, alle brauchen einfach Hilfe. Wow. Naja, wir haben jetzt ganz viel Zeug zum Verkaufen. Ist auch gut. Aber hey, sie hat es ganz gut gemeistert, ja? Ich bin froh. So, die beiden Kids sollten auf jeden Fall heute zum Teenie werden. Was mit ihm ist, müssen wir halt gucken. Also er ist auf jeden Fall schon relativ weit. Wir müssen gucken, ob wir das vielleicht heute schon schaffen oder morgen dann halt, weil am Samstag werden die Kiddos ja gealtert, die drei. Und dann könnte man ja gucken, ob er es bis dahin auch schafft. Dann können die alle zusammen in den Creative-Sim so, meine ich nur, dass es halt praktischer wäre. Beziehungsweise, die werden ja gar keine Teens. Weil die werden ja erst Zweierschüler. Upsi, dann wird das wohl doch nichts. Aber wir können versuchen, dass er auf das, dass er alle Fähigkeiten auf Level 3 hat, wenn die Kiddos alle gealtert werden. Ja, die beiden sind auf jeden Fall Zweierschüler. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Jawohl, das Projekt ist schon fertig. Sie hat ihr Projekt A fertig. Und er hat Level 3. Überall.
Das heißt, er ist dann da auch fertig. Cool. Dann kann er schon mal aufhören. Dann geht jetzt erstmal schlafen. Er altert dann auch morgen einfach. Wenn die dann eh alle zusammen gealtert werden. Drillinge sind so schlimm. Ich heule einfach. Mir fällt so auf. Wir haben noch einen Platz frei. Also theoretisch können wir auch noch jemanden einladen, damit wir ein Techtelmechtel haben können. So, es ist Samstag. Es ist zwar erst 2 Uhr in der Nacht, aber wir haben die Kinder auch mitten in der Nacht bekommen, deswegen ist das okay. Wird schon passen. So, dann haben wir unser erstes Kindo. Kindo, same. Und Olivia ist anhänglich. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott. Oh, Bibi. So, Pamela ist engelsgleich. Und die Quinn, die ist albern. So, dann stellen wir den Kuchen bereit, der schon wieder angefressen wurde. Ich heule einfach. Warum esst ihr das immer? Ich mache extra die Kerzen dafür drauf, ja? Und dann ihr so, nö. Du kannst aufstehen, du stinkst, aber es ist okay. Und dann helfen Kerzen auszublasen für Janis. Und los geht's. Er ist ein Bücherwurm und motorisch veranlagt. Gut, dann wird es jetzt Zeit für den Create a Sim. Drei sind richtig süß geworden. Auch wenn sie jetzt in der Toilette planscht. Die sind so süß. Die spielen gerade im Bällebad. Oh, ihr Cuties. Ja, da jetzt halt einige Geburtstag hatten, werden wir in der Post ziemlich viel haben. Das wird ein bisschen eskalieren. Aber da wir gerade nicht wirklich eine andere Einnahmequelle haben, ist das schon okay so. Oh mein Gott. Yay. Yeah. Jetzt müssen wir noch eine Freundschaft fürs Leben schließen. Können wir das mit unserem Kind machen? Wir versuchen einfach mit ihr zu reden. Und versuchen dann mit ihr beste Freunde zu werden. Und dann können wir das Dingensmerkmal, das Bestreben, das Bestreben mit dem Grillkäse. Das können wir dann tun. Ja, wir können beste Freunde werden. Cool. So, dann werdet mal beste Freunde kurz. Ja, dann haben wir das auch geschafft. Cool. Dann möchte ich bitte Essen und Grillkäse. Ich weiß gar nicht, was ich ihr alles für Trades später geben soll, weil sie kriegt ja wahrscheinlich letztendlich selber viele Punkte da. Wir sind jetzt aber auch schon wieder am Ende angekommen. Und das heißt, ja, wir beenden den Part. Wir haben Drillinge bekommen. Wir sind jetzt bei 27 Kindern. Das ist schon... Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Das ist super. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!